Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Forum Didakta Digital und Schulpraxis. Den Auftakt macht Herr Michael Palesche von der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe zum Thema erfolgreich die digitale Transformation gestalten. Ich wünsche viel Vergnügen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag Erfolgreich die digitale Transformation gestalten. Mein Name ist Michael Palesche, ich bin Schulleiter der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, die erste Smart School in Baden-Württemberg. Sie sehen auf diesem Bild Schülerinnen und Schüler, wie sie in unserem schuleigenen Park arbeiten. Und ich möchte Ihnen die Schule ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem und was Sie es zu tun haben. Ja, wir sind eine Gemeinschaftsschule, Jahrgang 5 bis 10, haben knapp 320 Schüler, sind schon ganz, ganz lange Ganztagsschule und wie Sie sehen können im Hintergrund in diesem Gebäude aus den 60er Jahren, wir machen eigentlich neues Lernen in alten Räumen, haben seit gut 6 Jahren jetzt ein Medienprofil, das wir immer weiterentwickeln und neben diesen Räumen gibt es eben ein sehr, sehr großes Schulgelände. Sie sehen im oberen Bereich rechts eben das Hauptgebäude, das war gerade der Blick darauf, dann die Pavillons, Sie sehen einen Ort in der Mitte, der sich Wunderland nennt und der große Schulpark. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil ich überzeugt bin, dass Lernen in der Zukunft eben nicht nur in der Schule stattfindet, sondern eben auch außerhalb der Schule stattfindet, nicht nur auch in der Nähe der Schule, sondern auch im Quartier. Und das möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video zeigen, das wir mit der Schuldrohne aufgenommen haben. Sie sehen also hier in südwestlicher und südlicher Richtung quasi der grüne Park. Sie sehen da angrenzend ein Villenviertel. Also spannend in die andere Richtung, jetzt quasi von Ihnen gesehen nordwestlich. Sehen Sie ja Hochhaus. Gebäude, höhere Gebäude, also sozialer Wohnungsbau. Unsere Schule steht genau in der Mitte zwischen diesen zwei Quartieren und hat somit, ja, glaube ich, einen ganz speziellen und besonderen Auftrag. Ja, wenn wir so nochmal in die Schule reingehen und so die Welt betrachten, dann ist eigentlich klar, ja, die Welt um die Schule verändert sich massiv. Wir sind in den Schulen ganz, ganz oft noch sehr, sehr geschlossene Systeme, die vielleicht auch relativ wenig noch mit der Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen zu tun hat. Und eigentlich geht es darum, ja, es geht um die Veränderung der Welt in den Blick zu nehmen. Es geht aber auch eben auch, die Kinder und Jugendlichen darauf vorzubereiten, um in dieser Welt ja gut zurechtzukommen, um sie gut darauf vorzubereiten. Ich glaube, was zentral ist und was diese Welt kennzeichnet, ist das, was ich hier als VUCA-World aufgeschrieben habe. VUCA ist ein bekannter Begriff, der sich aus 4 Unterbegriffen zusammensetzt. Das heißt, unsere Welt ist ja von einer großen Flüchtigkeit geprägt. Das heißt, wir müssen mit Veränderungen umgehen. Wir merken das bei Corona gerade insbesondere, dass eigentlich nicht mehr so ist, wie es vorher war und sich ständig auch verändert. Wir müssen mit einer Ungewissheit leben. Auch das spüren wir aktuell in diesen Zeiten ganz massiv. Aber auch vorher war das so und in Zukunft wird das auch so sein. Das heißt, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was passiert eigentlich im nächsten Jahr, in 2 Jahren, in 5 oder in 10 Jahren. Wie sieht die Berufswelt in 10 Jahren aus? Wie sieht die Schule in dieser Zeit aus? Das heißt, es ist eine gewisse Ungewissheit, die auf uns wartet. Und die Welt wird zunehmend komplexer, ist von einer großen Komplexität geprägt, auch durch die Digitalisierung. Das bedeutet, es gibt eigentlich keine einfachen Fragestellungen mehr, zumindest keine Fragestellungen, die von Einzelpersonen alleine gelöst werden können, sondern die eigentlich nur in gemeinschaftlichen Prozessen mit unterschiedlichen Perspektiven gelöst werden können. Und wenn man komplexe Probleme löst, auch in Gemeinschaft löst, dann erschließt sich eigentlich klar daraus, dass es wahrscheinlich nicht mal genau eine einzige Lösung nur gibt, sondern es gibt eben viele verschiedene Lösungen, die daraus entstehen bei so einem Lösungsprozess. Das bedeutet, wir müssen lernen, mit Mehrdeutigkeit umzugehen, mit mehrdeutigen Lösungen und wir müssen auch eine Kompetenz entwickeln, mit Kompromissen, kompromissbereit zu sein, aber eben auch ja, sich einer Mehrheit zu beugen und Dinge anzunehmen und vielleicht die Lösung zu wählen, die für die teilnehmenden Menschen die wohl am insgesamt beste Lösungen erscheint. Klar ist auch, dass eben Schule sich vor dem Hintergrund einer sich so schnell verändernden Welt massiv verändern muss.
Und ich habe Ihnen einfach zwei Beispiele aus dieser Welt mitgebracht, die einfach nochmal verdeutlichen, inwieweit sich diese Welt auch verändert. Hier ein Bild aus Bad Birnbach, das ist ein Ferienort im Bayerischen. Ich zeige Ihnen nicht nur das, weil Bad Birnbach ein Stück heile Welt ist, wie es selber beworben wird, sondern weil Sie eben in Bad Birnbach auch zum Beispiel diese autonom fahrenden Busse sehen. Das heißt, Sie können dort einsteigen am Bahnhof, können mit diesem Bus, der ohne Fahrerin oder Fahrer völlig eigenständig durch Bad Birnbach fährt, an die Therme fahren oder durch den Ort fahren. Und man denkt ja immer bei selbstfahrenden Autos und Dingen an Silicon Valley und an Amerika und an irgendwie Zukunftsvisionen, die ganz weit weg sind, aber die sind es tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir eben in Deutschland auch schon diese Entwicklungen haben und gerade auch so in so kleinen Orten, das ist doch sehr verwunderlich. Das führt uns aber eigentlich vor Augen, in was für Veränderungen und verändernden Zeiten wir eigentlich leben. Ich möchte Ihnen ein weiteres Zitat von Mitchell Kapor zeigen. Mitchell Kapor ist Internetpionier, er hat dieses Zitat gesagt und das zeigt eigentlich, wo die Reise auch, was die Informationsbeschaffung betrifft, hingeht. Früher hat man, ich sag mal immer so, dass das Wissen der Welt sich irgendwie in den Bücherregal versucht zu stellen, beispielsweise durch den Brockhaus. Sie können heute den Brockhaus gar nicht mehr als Buch kaufen. Das Wissen der Welt verändert sich massiv. Es unterliegt schnellen Veränderungen. Es wächst massiv und Sie haben jederzeit über das Internet Zugriff darauf. Und zwar überall, wo Sie sind, also ubiquitär, das heißt jederzeit, allseits und Sie haben mobile Endgeräte, können also immer auf Wissen zugreifen. Das bedeutet aber auch für unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie jederzeit auf Wissen zugreifen können und was das bedeutet in der Folge eben auch wieder eine Veränderung für die Lehrerinnen und Lehrer. Nicht mehr, ich sage das jetzt bewusst überspitzt, als reine Wissensvermittlerin oder reiner Wissensvermittler, sondern eben auch als jemand, der Lernprozesse begleitet, der eben aber auch die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, aus dieser Informationsflut die richtigen Informationen herauszufinden, ja, qualitativ gute Informationen zu filtern. Dazu brauchen Kinder und Jugendliche ja eine Art Grundbildung, ein Grundwissen, aber auch ein Verständnis darüber, wie eigentlich diese Informationen aufgebaut sind. Beispielsweise, wenn Sie bei Google auf eine bestimmte Seite gehen, dass es Ihnen klar sein muss, dass vielleicht die ersten Treffer nicht unbedingt die relevantesten sind, sondern vielleicht, dass die eben auch gesponsert wurden. Und das ist einfach etwas, das ja durchaus eine Veränderung eben auch im schulischen Kontext mit sich bringt. Ein weiteres Zitat von Wolfgang Grenke, er ist Präsident der Karlsruher Industrie- und Handelskammer und hat vor mittlerweile 3 Jahren das beim Neujahrsempfang gesagt, dass eben über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Zukunft in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Das heißt, über die Hälfte der Erstklässlerinnen und Erstklässler arbeiten in noch unbekannten Berufsfeldern. Auch das muss uns zu denken geben. Wir bereiten die Kinder auf diese sich stetig verändernde Welt vor. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Schule. Und für uns als Schule war das eigentlich von Anfang an klar, dass sich Schule verändern muss, wenn sie Kinder und Jugendliche auf diese Welt gut vorbereiten möchte. Und eines ist klar, es gibt Veränderungsprozesse und aktuell sprechen wir eben ganz viel in dieser Veränderung eben über Digitalisierung, auch im schulischen Kontext. Und natürlich hat Corona dieses Thema einfach auch nochmal nach vorne gepusht. Aber ich möchte da gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir vorsichtig sein müssen mit den Begriffen, die wir verwenden und mit dem Verständnis, was wir vom Lernen in diesen Zeiten verstehen. Dieser Begriff digitale Bildung ist ein Begriff, den es eigentlich in der Form gar nicht gibt, denn es gibt auch keine analoge Bildung, sondern es gibt eben eine Bildung in einer sich digital verändernden Welt. Und wir nutzen selbstverständlich Begriffe, die einen unglaublich hohen Technisierungsgrad implizieren. Beispielsweise sprechen wir über Tablet-Klassen. Wenn man sich das aber mal, wenn man das quasi mal ein paar Jahrzehnte oder so zurückdenkt, haben wir nicht über Bücherklassen gesprochen oder Zirkelklassen oder Atlantenklasse, bloß weil man eben einen Atlas genutzt hat im Unterricht. Und da sieht man schon, dass das eben eine sehr technisch dominierte Diskussion ist und auch ein Weg, der sehr technisch dominiert ist. Wir sprechen ganz oft von digital gestützter Unterricht, als ob der Unterricht vorher irgendwie gestützt werden muss, als ob der krank wäre oder schief oder wo auch immer. Und ich glaube, es geht eben nicht darum, analoge Lernprozesse einfach digital umzusetzen und zu verändern, was vielleicht irgendwie sehr digital aussieht, weil man jetzt vielleicht interaktive Tafeln nutzt oder mobile Endgeräte, aber eigentlich dasselbe macht, was man vorher macht, sondern ich glaube, man muss Lernen einfach komplett
neu denken, mit den sich einfach den neu ergebenden Möglichkeiten oder mit den Möglichkeiten, die sich einfach neu ergeben. Felix Stalder hat 2018 den Begriff der Kultur der Digitalität geprägt. Und ich glaube, diese Kultur der Digitalität ist genau das, was wir in unserer Gesellschaft erleben, aber das, was wir in Schulen noch nicht erleben. Felix Stalder hat in seinem Buch die Digitalisierung ein Stück weit mit dem Buchdruck verglichen. Und beim Buchdruck war es auch so, dass es eben eine neue Technologie gab und erst in den Jahren danach, in den Jahrzehnten danach, hat sich so etwas wie eine Buchkultur entwickelt, eine Lesekultur. Es sind Bibliotheken entstanden. Das heißt, es braucht einfach diese Zeit. Und die Digitalisierung unserer Gesellschaft hat eben auch schon vor 20, 30, 40 Jahren begonnen. Mittlerweile nutzen wir digitale Geräte in unserem Alltag selbstverständlich und es hat sich daraus eine neue Kultur entwickelt, eine Kultur der Digitalität. Und was das ist, möchte ich gleich nochmal näher darauf eingehen. Aber eines ist auch klar, in den Schulen stehen wir bei der Digitalisierung. Und zwar beginnen wir aktuell, Schulen auszustatten. Das heißt, wir stehen eigentlich in den Schulen beim Buchdruck, wenn man so möchte. Und jetzt muss ich eben erstmal auch in einer Lern- und Lehrkultur eine Kultur der Digitalität im Sinne von neuen Lehr- und Lernprozessen durchsetzen und eben auch entwickeln. Beispiel vielleicht noch zeigen. Sie sehen einen Klassenraum, der vielleicht jetzt auch nach den Geldern des Digitalpakts digital transformiert wurde. Er hat quasi, es ist ein Beamer oben an der Decke, ist vielleicht auch eine Dokumentenkamera da. Sie können sich vorstellen, da sitzen Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten. Aber wenn man es genau betrachtet, dann sieht man, dass dieser Raum eigentlich auch von der Anordnung her sich seit den letzten 100 Jahren überhaupt nicht verändert hat. Das heißt, man kann natürlich jetzt hier digitalen Unterricht machen, aber an Lehr- und Lernsetting hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn die Schülerinnen und Schüler weiterhin Arbeitsblätter bearbeiten, die sie eben jetzt nicht mehr handschriftlich ausfüllen, sondern vielleicht jetzt in ein Tablet tippen, dann hat es keine Veränderung, keine Transformation begonnen, sondern man hat letztendlich das versucht, das Analoge ein Stück weit digital umzusetzen. Und wenn man diesen Begriff mobiles Lernen vielleicht auch nochmal genauer in den Blick nimmt, dann ist eben an einem Lernen, so wie es hier dargestellt ist, eben sehr wenig mobil, ist gar nichts mobil, sondern mobiles Lernen heißt doch auch tatsächlich, dass die Schülerinnen und Schüler mobil sein können, denn sie können sich bewegen, sie können im Gang lernen, sie können, wie meine Eingangsfolie, im Park am Anfang lernen, sie können aber auch im Quartier lernen, sie sind ständig vernetzt, sie haben Zugriff zu Wissen, zu Informationen. Das bedeutet, Lernen muss mobil werden und muss sich verändern. Und jetzt komme ich vielleicht ganz kurz darauf, was sind denn so Merkmale einer Kultur der Digitalität? Die sind sicherlich geprägt von partizipativen Elementen, von Partizipation, von Ergebnisoffenheit, sicherlich auch von Inhalten, die für die Schülerinnen und Schüler bedeutungsvoll sind, die sie für wichtig erachten, dass sie Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Arbeitsprozesse und Lernprozesse, die ko-kreativ ablaufen. Wir hatten vorhin dieses Beispiel dieser Komplexität. Also komplexe Problemstellungen lösen kann man nur gemeinschaftlich in ko-kreativen Handlungen. Es ist sicherlich auch ein Lernen in der Nachhaltigkeit. Denn beispielsweise ist das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung eines, wenn nicht sogar das zentrale Schulentwicklungsthema der Zukunft. Und das ist etwas, das eben auch von den Praktiken her durch die Kultur der Digitalität letztendlich sich gut erschließen lässt. Und ein Lernen in der Kultur der Digitalität ist eben ubiquitär möglich. Das bedeutet allseits, jederzeit und überall. Ja, auf was fußt das eigentlich jetzt? Welche zentralen Kompetenzen sind eigentlich wichtig? Und ich habe diese Grafik gefunden 2019 in der Zeitschrift Bildung Plus, die ich wunderbar finde, weil sie so deutlich zeigt, auf was es eigentlich ankommt. Ich habe das für Sie nochmal näher aufbereitet. Das ist der Bereich der Allgemeinbildung. Natürlich müssen Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft lesen, schreiben, rechnen können. Sie brauchen naturwissenschaftliche Kenntnisse, IT-Wissen. Sie brauchen, müssen ökonomische Bildung, Kenntnisse haben. Sie brauchen kulturelle und staatsbürgerliche Bildung. Aber ganz zentral sind eben auch die sogenannten 4Ks. Die sogenannten 21st Century Skills, die normalerweise nur in dieser Säule ausgewiesen werden. Hier aber in dieser schönen Grafik finde ich, alle drei Bereiche dazugehören, nämlich das kritische Denken als problemlösendes Denken, sicherlich die Kreativität, aber auch eben die gemeinschaftlichen Prozesse in Kommunikation, kommunikativ und kollaborativ. Aber eben auch persönliche Kompetenzen wie Neugierde an neuen Dingen, weil die Welt sich verändert.
weil man sich auf etwas Neues einlassen muss, Initiative zu ergreifen, ja, vielleicht auch Beharrlichkeit zu haben, Resilienz, Rückgrat, wenn etwas nicht gut funktioniert, mal, ja, auch mal scheitern zu können, um danach wieder aufzustehen und weiterzumachen, sich anpassen zu können, ein sozialkulturelles Bewusstsein zu entwickeln. Das ist, glaube ich, sehr zentral. Nun, wir haben festgestellt, als sogenannter postdigitaler Lernort, je mehr wir die Kultur der Digitalität in unsere Schule haben einfließen lassen, beziehungsweise sie sich bei uns entwickelt hat, haben wir festgestellt, desto wichtiger wurden reale soziale Begegnungen, desto wichtiger wurde generationsübergreifendes Lernen und desto mehr haben wir unsere Schule geöffnet nach außen, nicht nur in der Schule im Sinne von offenen Türen, offenen Gängen, offenen Gebäuden, sondern eben auch nach außen ins Quartier. Und aber auch, dass wir die Menschen vom Quartier in die Schule geholt haben. Und das generationsübergreifende Lernen ist deshalb so zentral, weil ich glaube, wir aktuell etwas erleben, was wir so noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten, dass wir eigentlich bisher immer von Generation zu Generation Wissen weitergegeben haben, auch Kulturtechniken weitergegeben haben und nun etwas heranwächst oder eine Generation heranwächst, die völlig anders denkt, die ganz anders vernetzt ist, die sich anders austauscht, die wirklich auch in der Kultur der Digitalität groß geworden ist, die nichts anderes kennen. Und ich glaube, das Zentrale ist einfach, dass wir, ja, dass wir schauen müssen, dass wir eben genau, ich sag mal die Generation unter 30 und Ü 30, denn man muss sich klar machen, dass die Menschen unter 30 den Begriff Digitalisierung nicht nennen, weil es für sie völlig normal ist, dass man versucht, eben die Generationen in den Austausch zu bringen, um voneinander zu lernen. Und da gibt es vielleicht ein, zwei Beispiele, die ich an dieser Stelle gerne nennen möchte. Denken Sie an die Europawahlen vor 2 Jahren, als dieser YouTuber Rezo, Sie haben ihn vielleicht gesehen mit den blauen Haaren, dieses Parteibashing betrieben hat. Ich meine, das hätte jede Partei treffen können. Aber spannend war doch zu beobachten, wie jetzt jemand, der auf einmal, ja, ein YouTuber, der ganz viele Millionen Follower hat, jetzt Aussagen getroffen hat und ein bestehendes System wie diese Partei überhaupt nicht wusste, wie sie reagieren soll. Man hat ja damals versucht, einen eigenen jungen YouTuber dagegen zu halten, etwas Eigenes zu produzieren, ist dann zurückgerudert. Das heißt, man war mit dieser Situation ein Stück weit überfordert, wusste gar nicht, wie man reagieren soll darauf. Und das zeigt eigentlich schon, dass bestehende Generationen lernen müssen, diese kommenden Generationen zu verstehen in ihrer Art und Weise, wie sie lernen, wie sie arbeiten, wie sie handeln. Und deswegen, glaube ich, ist ein generationsübergreifendes Lernen ein zentrales Element, gleichzeitig aber auch eben Dinge, die bestehende Generationen weitergeben können an kommende Generationen, auch im Sinne von der Entwicklung beispielsweise einer positiven Streitkultur, der Demokratiebildung, also vielleicht auch Dinge, die das Netz eigentlich in dieser Form vielleicht gar nicht so abbildet. Ich möchte 3, 4 Beispiele nennen, ja, was das vielleicht für Auswirkungen an Schule hat und danach auf die Transformationsprozesse ganz konkret eingehen. Zum einen ist es so, dass Schule eben ein Impulsgeber im Quartier sein muss. Schule muss sich öffnen ins Quartier, muss ins Quartier gehen, muss sichtbar werden. Gerade weil eben an der Schule genau diese jungen Menschen eben jeden Tag hingehen und eben auch, ja, das Quartier ein Stück weit auch inspirieren müssen und ihren Beitrag im Quartier leisten sollen. Gleichzeitig muss Schule ein Lebens- und Begegnungsort sein. Das heißt, Schule wirklich ein Ort, an dem die Menschen aus dem Quartier in die Schule kommen, um Dinge anzustoßen, um sichtbar zu sein. Also noch viel, viel mehr, als das bisher auch vielleicht bei Ganztagsschulen der Fall war, im Bereich der Kooperation mit außerschulischen Kooperationspartnern. Also wirklich eine komplette Öffnung von Schule nach außen und innen. Schule muss ein partizipativer Ort sein, das heißt ein Ort, an dem Beteiligung stattfindet, im Sinne einer Kultur der Digitalität, an dem eben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam die Schule beispielsweise weiterentwickeln. Da möchte ich gleich noch darauf eingehen. Aber natürlich muss Schule ein Lernort der Zukunft sein. Und ich habe ein kurzes Video für Sie, in dem ich das Wunderland, also ein Ort, der sich auf unserem Campus befindet, zeige, an dem tatsächlich ja ein Stück weit schon anders gelernt wird, wie man das vielleicht sonst kennt. Thank you.
denke, das sollte reichen, dass Sie einen Einblick gewinnen konnten in das Wunderland. Jetzt möchte ich noch mal ganz konkret auf die Veränderungsprozesse eingehen, die dazu geführt haben, dass wir so Orte beispielsweise wie das Wunderland entwickelt haben. Sie sehen, ich habe zwei verschiedene Ebenen aufgemacht. Das eine ist die methodische Ebene, das andere ist ein Stück weit die emotionale Ebene und unten, da gehe ich gleich noch darauf ein, ist die Rolle der Schülerinnen und Schüler an unserer Schule. Zum einen ist es sicherlich so, dass es verschiedene Instrumente gibt, die zu einer Transformation oder bei uns zur Transformation geführt haben. Das eine war sicherlich, dass wir immer die Menschen, ich nenne sie mal die kritische Freundin oder den kritischen Freund, sehr ernst genommen haben bei allen Veränderungsprozessen, die wir gemacht haben, dass wir sie immer mit beteiligt haben, dass sie auch eine starke Stimme bei uns hatten im Team der Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, vielleicht unsere Schule auch zu verändern. Wir haben beispielsweise mit einer ganz kleinen Gruppe gestartet, die sich auf den Weg gemacht hat, unsere Schule zu verändern. Und diese Erfolge, und das haben wir einfach sichtbar gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen haben beispielsweise Zeit bekommen, in Konferenzen, in Gesamtkonferenzen, Gesamtlehrerkonferenzen ihre neuen Ideen vorzustellen. Ich habe einfach Zeit geschenkt, um das sichtbar zu machen, was dort passiert. Gleichzeitig haben wir ein Mikrofortbildungskonzept eingeführt, bei dem wir bei die Kolleginnen und Kollegen bestärkt haben, auch das Kollegium selbst fortzubilden. Und zwar eben nicht ganztägig, dass man irgendwo hinfahren muss. Das ist zwar auch schön und kann man sicherlich machen, aber so in ganz kleinen Häppchen auch eben. Vielleicht mal nur eine halbe oder dreiviertel Stunde nach der Schulzeit einfach zu einem bestimmten Thema eine kleine Mikrofortbildung, die eben aus dem Kollegium kommt, natürlich auch mit manchmal Menschen von extern. Aber es war uns einfach auch wichtig, dass wir diese Kompetenzen, die die Kolleginnen und Kollegen selber mitbringen, gerade auch was den medialen Bereich betrifft, dass sie das eben mit der Schulgemeinschaft teilen. Auch hier steckt natürlich wieder das Thema Partizipation eine Rolle. Gleichzeitig haben wir natürlich festgestellt, dass wir eigentlich ja, unsere Prozesse so alleine gar nicht schaffen können, aus uns selbst heraus. Wir haben die Schule geöffnet, haben externe Partner ins Boot geholt, die uns begleitet haben oder immer noch begleiten in diesem Prozess. Wir haben die Schülerinnen und Schüler ausgebildet als sogenannte Schülermedienmentoren. In Baden-Württemberg ist es ein Landesprogramm. Es gibt aber auch andere Bundesländer, da weiß ich das, das ist quasi, das nennen die sich Medienscouts oder. Vielleicht ist das in Ihrem Bundesland eben auch möglich. Wenn nicht, kann man die Schülerinnen und Schüler selber fortbilden, die quasi wirklich fit sind im Bereich der Medientechnik, nutzen, wenn es irgendwelche technischen Fragestellungen gibt, aber die mittlerweile sogar wirklich auch in andere Schulen gehen, um dort Kolleginnen fortzubilden in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, was ganz Zentrales ist eben auch, dass man wirklich eine gemeinsame Vision braucht. Man braucht ja ein Ziel, das man erreichen möchte. Und das steht natürlich über allem. Und darauf sollte sich so eine Schulgemeinschaft zumindest große Teile darüber verständigen. Fast zentraler als das, das so alles war, ich will es mal nennen, Handwerkszeug. Fast zentraler ist die emotionale Ebene. Das ist natürlich das, Sie haben vielleicht sicherlich auch schon mal den Begriff gehört, die Emotionsebene dominiert die Sachebene. Das heißt, ja, was lösen denn Veränderungsprozesse in den Menschen eigentlich aus? Und ich glaube, das ist immer in den Blick zu nehmen bei Transformationsprozessen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man eine Fehlerkultur lebt. Wir haben eine Fehlerkultur an Schulen. Wir suchen die Fehler, wir streichen sie rot an und wir beurteilen danach. Das heißt, unsere Fehlerkultur ist sehr negativ geprägt. Sie ist geprägt auf Dinge, die man falsch macht. Und wir wollen möglichst keine Fehler machen. Das steckt tief in uns drin. Und wir müssen eigentlich eine Fehlerkultur entwickeln, die bei denen Fehler machen etwas Normales ist, bei denen vielleicht sogar etwas Gutes ist. Bei Veränderungen macht man immer Fehler bei Veränderungsprozessen. Ich glaube, zentral ist einfach, was lernt man daraus? Und ich habe immer mal wieder die Bilder der Heldengeschichte aufgemacht. Also eine Held oder eine Heldin, die ja, sich auf den Weg macht, etwas Neues zu wagen, dann meistens ja wirklich kurz vor dem Ende nochmal scheitert, am Boden liegt. Denken Sie an klassischen Disney-Filme und es am Schluss aber doch schafft. Und dieses Bild eigentlich aufzumachen, wenn man hinfällt, das ist nicht schlimm, dann macht man einfach weiter und lernt daraus. Sicherlich eben auch so Elemente wie Reibungsfenster zu schaffen. Wir haben beispielsweise den sogenannten Jour fix eingeführt, also einmal im Monat, bitte entschuldigen Sie diesen Begriff, einen Auskotztermin für die Kolleginnen und Kollegen. Da darf
alles eben gesagt werden. Was nicht gut funktioniert, was nicht gut läuft, das ist für mich als Schulleiter immer schwer zu ertragen, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es uns dadurch gelungen ist, eben auch Veränderungsprozesse und die damit einhergehenden Reibungen, die entstehen, wenn man seinen Komfortbereich verlässt, weil man vielleicht auch was nicht so gelingt, wie es gelingen sollte, einfach zu kanalisieren, Raum zu geben und zu sagen, in diesem Jour fix eine Stunde im Monat vormittags, an dem sich alle Kolleginnen und Kollegen treffen, um einfach mal das zu sagen. Und das hilft ungemein, denn wenn es mal ausgesprochen ist, ist es auf dem Tisch. Das tut ohnehin schon mal gut, aber gleichzeitig beginnt sofort die Lösungssuche, entweder gleich im Plenum, dass jemand anders eine Idee hat. Das gab es auch schon, dass man relativ schnell was aus der Welt schaffen konnte. Oder man hat es dann eben verortet in die Gesamtlehrerkonferenz, pädagogischer Tag oder. Und ich glaube, es muss ein Bewusstsein da machen, warum man diese Veränderungsprozesse überhaupt anstößt. Nicht nur, weil jetzt halt Digitalisierung ist und es geht irgendwann wieder vorbei, nein, sondern weil einem klar sein muss, dass sich unsere Welt massiv verändert, dass sich unsere kulturellen Praktiken verändern und dass eben sich dahingehend auch die schulischen Prozesse verändern müssen. Partizipation zu entwickeln, ich hatte das vorhin kurz angedeutet, ist, glaube ich, ein zentrales Element. Wir haben den sogenannten Roten Salon entwickelt. Der Rote Salon findet circa 2 bis 3 Mal im Jahr statt. Dort treffen sich Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und mittlerweile auch Menschen aus dem Quartier der Schule. Und wir betreiben Schulentwicklung. Wir nehmen uns verschiedene Themen vor, machen Design-Thinking-Prozesse. Das bedeutet, wir mischen gemischte Teams, die dann gemeinsam an der Lösung arbeiten, um sie dann am Schluss einer solchen Runde, eines Roten Salons, dem Plenum vorzustellen. Und wir quasi so immer einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Lösungen haben, mit Einbeziehung eben der unterschiedlichen Perspektiven der Akteurinnen und Akteure. Etwas, das ich, wenn ich vielleicht von Schulleitungsseite plane, vielleicht auch mit einer Steuergruppe gar nicht mehr im Blick habe, weil ich überhaupt nicht weiß, was ist denn die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, was ist die Perspektive der Eltern zu diesem Thema. Und man braucht aber letztendlich bei diesen Veränderungsprozessen auch in seiner Komplexität die Gemeinschaft, die das gemeinsam entwickelt. Und weil die Gemeinschaft für uns eben nicht mehr nur die Schule ist, sondern das Quartier, in dem die Schule sich befindet, bei uns eben auch das Quartier. Und natürlich ganz zentral, Erfolge müssen gefeiert werden. Das weiß man, das kennt man aus dem Prozessmanagement. Das heißt, wenn etwas gut gelungen ist, dann muss man das auch dementsprechend gebührend feiern und darf auch mal stolz auf sich sein. Das fällt ja manchmal uns ein bisschen schwer, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element. Nun, welche Rolle spielen da explizit die Schülerinnen und Schüler noch? Sie haben das jetzt gesehen im Roten Salon bei der Schulentwicklung, definitiv ja. Natürlich in der Schülerverantwortung, Schülermitverantwortung als zentrales Element. Wir setzen sie wirklich ein und setzen sie ins Zentrum unseres Handelns. Und wir haben Schüler wirklich, setzen sie partizipativ, also sie beteiligen sich an allen Formaten, an Formaten der Weiterentwicklung. Sie müssen Selbstwirksamkeit spüren in dem, was sie tun. Sie tun etwas für sich, aber sie tun etwas auch für die Schulgemeinschaft, für den Ort, an dem sie hier arbeiten, an dem sie leben. Sie sind Beraterinnen und Berater für uns. Und sie stiften Ideen. Schülerinnen und Schüler haben wunderbare Ideen. Vielleicht Ideen, auf die wir als Erwachsene gar nicht mehr kommen, weil wir vielleicht auch schon ganz fest in irgendwelchen Mustern stecken, die uns daran hindern, nochmal völlig frei und kreativ zu denken. Und, glaube ich, zentral ist, dass wir eben mit den Schülern so arbeiten und dass wir die ganzen Prozesse zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Kolleginnen und Kollegen, zwischen Eltern und den Kolleginnen und Kollegen und den Schülern wirklich mit agilen Arbeitstechniken und agilen Methoden durchführen. Das heißt, Design Thinking als eine Methode, Scrum oder flexible Planungsteam, die wir individuell gestalten. Einfach auch dort die Kultur der Digitalität, die eben genau durch solche gemeinschaftlichen, ko-kreativen Prozesse geprägt ist, auch im schulischen Kontext abzubilden und um so innovative und gute partizipative Lösungen für unsere Schule zu finden. Das war's von meinem Vortrag. Ich bin ganz gespannt auf den Austausch mit Ihnen jetzt. Ich stehe Ihnen noch in der nächsten Viertelstunde gerne Rede und Antwort und stehe bereit für Sie und freue mich, von Ihnen zu hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.